Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Notvorstellung auf Hof Hirschfeld. Ihr ahnt es vielleicht schon, es geht in diesem Video um ein Silo. Und das nach dem Intro. Ihr seht es, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet, ne? Was ich da reinfahren möchte. Meine zwei Ladewagen. Und jetzt suchen wir uns erstmal das Silo. Das findet ihr natürlich unter den Objekten Silos. Und dann wollen wir mal ein Stück nach hinten scrollen. Freiland-Silo von Bierkasten. Ja, lieber Bierkasten, vielen Dank, dass du da ein Silo für uns gebaut hast. Ich werde das mal hier platzieren. Man kann es auch hoch und runter setzen, aber ich werde es mal relativ hoch lassen. Gucken. Ist auch leicht abschüssig hier. Aber wir machen das jetzt mal so. Für die Vorstellung. So, da haben wir es auch schon. Ja, warum hat das hier diese Begrenzung an der Seite? Das kann ich euch sagen. Das ist wahrscheinlich dafür, dass man es verkaufen kann. Weil sonst könnt ihr eine Fläche ohne irgendwas drauf könnt ihr nicht mehr verkaufen. Und so ist das gelöst. Ist gar nicht so blöd. Und so habt ihr natürlich auch die... Also ist gar nicht so blöd. Nicht sehr wertschätzend formuliert. Das ist schon ganz clever. Ob das jetzt auf der ganzen Länge sein muss, weiß ich nicht. Aber darum soll es jetzt auch gerade nicht gehen. Wir wollen erstmal gucken, ob das mit dem Silo grundsätzlich funktioniert, dass man das hier entsprechend auffahren kann, dass man es flachwalzen kann. Und wie gesagt, damit kann man es verkaufen. Wir werden gleich natürlich auch noch gucken, ob eine entsprechende Kollision da ist. Und ob man da wirklich gegenfahren kann gegen die Pfosten. Aber so habt ihr auch eine schöne Abgrenzung natürlich, ja, wo ihr da hinladen könnt. Ne? Mal gucken, da kann man abladen. Gut, das ist das freie Abladen, das funktioniert natürlich, ne? Das funktioniert aber auch überall auf der Map. Das war natürlich ein bisschen nicht gut abgeladen. Wir machen das mal ein bisschen auf die harte Tour. So, der ist leer. Und dann nehmen wir uns direkt den nächsten. Na, den sollten wir vielleicht aber ausmachen. Ne? Wir müssen ja nicht alles hier so stehen lassen. Von daher, das passt schon. Hier die Textur sieht ein bisschen anders aus. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es jetzt schon außerhalb des Silos ist. Das habe ich da hinten natürlich auch gemacht. Hier haben wir eine andere Textur, ne? Ja, das werden wir gleich sehen, was damit passiert, ob das flachgewalzt wird oder nicht. Dann werden wir den nächsten mal ausladen. Mit dem fahre ich auch direkt rüber, ne? Wir wollen noch ein bisschen verdichten. Dann machen wir das Menü für auf. Ich würde ja gerne sehen, ob das hier, wie das funktioniert. Ne, hier haben wir hier schon, wenn ich hier rüber fahre, dann wird es schon, oh ja, ratzfatz verdichtet. Ne? Also es geht ja enorm schnell. So, ich werde hier aber mal abladen. Versuchen wir ein bisschen langsamer zu fahren. Das ist jetzt wirklich, dass wir zum Ende irgendwie einigermaßen auskommen. So, das sieht doch schon gut aus. Mal gucken, wenn ich jetzt hier rüberfahre mit den Achsen, ob das dann so schnell verdichtet ist. Das ist natürlich nicht schön, was ich hier mache. Ne? Also bitte macht das so nicht nach. Dann nehmen wir doch lieber den Challenger, dafür habe ich ihn ja geholt. Und dann gucken wir uns das mal an, ob das alles entsprechend funktioniert mit dem Abdecken. 66% haben wir schon verdichtet, das sollte also nicht mehr so arg viele Probleme machen. So, und dann nehmen wir den kleinen hier mal dazu. Ich mag das mit dem, also mit Knicklenker verdichten ist deutlich angenehmer als auf andere Art und Weise. Aber da habt ihr schon gesehen, da ist gerade nichts passiert, ne? Hier könnt ihr, wenn ihr euch auch mal festhakt, da könnt ihr da, ach guck mal, die Dinger haben keine Kollision. Da könnt ihr also auch durchfahren. Also das stört dann im Alltag nicht. Das ist vielleicht nicht so super realistisch, aber na gut. Darum geht es jetzt auch gerade nicht. Also festzuhalten ist auf jeden Fall,
Ihr könnt nur wirklich in dem Silo verdichten. Ihr seht das hier innerhalb der Flöcke. Das hier zum Beispiel ist Gras weiterhin. Das wird, kann nicht abgedeckt werden. Und dann bleibt es liegen. Also es geht nur innerhalb dieser Flöcke. Aber dann könnt ihr normal verdichten. Gärensilage ist auf 1%. Das funktioniert also. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das passt alles wunderbar. Ja, lieber Bierkasten, vielen Dank dafür. Wieder eine andere Idee. Das finde ich gut, dass man da was machen kann. Ne? Denkt aber dran, alles, was hier rausfällt, ist, bleibt halt Gras liegen. Ihr müsst also wirklich sehr ordentlich fahren. Ihr dürft es nicht wirklich rausarbeiten. Es ist eine kleine Variante, aber es funktioniert. Wunderbar für einen kleinen Hof. Denke ich, passt das. Nutzt das gerne. Ist ein schöner Mod. Danke. Und euch einen schönen Tag. Alles Gute. Bye bye und ade.